Die Körperpflege der alten Römer ist bei weitem nicht jedermanns Sache. Für den modernen Betrachter ist so manches daran eher seltsam oder gar abstoßend. Dennoch war die Körperpflege im antiken Rom recht aufwendig und bei weitem nicht auf die römischen Bäder beschränkt, die einem als erstes in den Sinn kommen. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die Morgenroutine von Clodia, einer römischen Frau, die den Beinamen Pulchra, die Schöne, trägt. Sie stammte aus einer angesehenen Familie und lebte im 1. Jahrhundert vor Christus. Nach einer erholsamen Nacht verließ Clodia ihr Bett und ging zur Latrina, der Toilette des Hauses. Sobald sie ihr Geschäft erledigt hatte, nahm sie einen Becher Wasser, der von ihren Sklaven vorbereitet worden war, und wusch sich mit dem Wasser und ihren Händen den Hintern. Gilbert Wipplinger, ein Experte für die Geheimnisse der antiken römischen Toilette, fand Hinweise darauf, dass zumindest ein Teil der Römer ihren Hintern auf diese Weise säuberten. Er war es auch, der in Frage stellte, dass die Römer einen Schwamm am Stock, ein sogenanntes Xylospongium, benutzten, um ihren Hintern zu putzen. Als Alternative zu den bloßen Händen dienten laut Wipplinger unter anderem Stoffstücke, Steine oder sogar Knoblauchschalen. Nach ihrem Toilettengang wandte sich Clodia der Zahnpflege zu. Sie entfernte zunächst die Reste ihres Mitternachtssnacks mit einem Zahnstocher, putzte dann ihre Zähne mit einem Zahnpulver auf Natronbasis und spülte schließlich den Mund mit klarem Wasser aus. Anstatt Natronpulver hätte sie auch Asche von Eselszähnen, Eselsmilch oder sogar ihren eigenen Urin verwenden können. Die alten Römer waren der Überzeugung, dass diese Dinge nicht nur die Zähne reinigen, sondern auch Mundgeruch verringern würden. Danach rief Clodia ihre Dienerinnen herbei und ließ sich die Gesichtsmaske abnehmen, die sie über Nacht getragen hatte. Gesichtsmasken waren ein wichtiger Teil der Schönheitskultur römischer Frauen und wurden gewöhnlich im Schlafsaal der Domina, der Herrin, aufgetragen. Es gab verschiedenste Rezepte für Gesichtsmasken, von denen man glaubte, dass sie die Haut verjüngen würden. Zum Beispiel empfahl Publius Ovidius Naso, ein römischer Dichter, Mischungen auf Pflanzenbasis. Der Gelehrte Plinius hingegen schlägt Zutaten vor, die für unseren modernen Geschmack weitaus befremdlicher sind. Plazenta, Exkremente in Reihen von Tieren und Eselsmilch stehen auf seiner Zutatenliste. Die Entfernung der Körperbehaarung war die nächste Station in Clodias morgendlicher Routine. Dazu hätten Clodias Sklaven entweder eine Pinzette oder eine Enthaarungscreme benutzt. Diese Cremes enthielten meist Harz und verschiedene Öle und scheinen nicht besonders hautverträglich gewesen zu sein. Der Schmerz der Enthaarungsprozedur wurde von Seneca dem Älteren aufgezeichnet, der sich über die Alipili, die Haarausreißer in der Nähe seines Hauses, beklagte. Stell dir einen Haarausreißer vor, der unablässig seine dünne, schrille Stimme ertönen lässt, um auf sich aufmerksam zu machen und erst dann aufhört, wenn er einen hat, dem er die Haare auszupft, wobei er dann den anderen dazu bringt, an seiner Stelle loszuschreien. Es war üblich, dass römische Frauen die Haare in den Achselhöhlen und an den Beinen entfernten. Manche erweiterten die haarfreie Zone auf den Genitalbereich und die Arme. Männer, die ihre Körperhaare entfernten, galten dagegen als verweichlicht. Dennoch erzählt man sich, dass Kaiser Augustus sich die Haare an den Beinen mit heißen Nussschalen abgebrannt habe. Nach der Haarentfernungsprozedur wusch sich Clodia mit einem Schwamm, Wasser und einem Seifenersatz, wie zum Beispiel Lupinenmehl, Natron oder Soda. Seife, wie wir sie heute kennen, wurde erst im 1. Jahrhundert vor Christus bekannt und zunächst gebraucht, um Haare zu färben. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis sie sich auch als Reinigungsmittel durchsetzte. Die Seife, die im alten Rom gebräuchlich war, war moderner Seife nicht unähnlich und wurde in vielen Fällen aus Ziegenfett und Asche hergestellt. Clodia hatte erst kürzlich von dieser Neuheit erfahren, die rasch zum letzten Schrei unter den römischen Frauen geworden war. Sie schickte ihre Ornatrix, ihre persönliche Friseursklavin, auf den Markt, um Pilae Matticae zu kaufen. Das waren Seifenkugeln, die aus dem germanischen Raum importiert wurden. Sie wollte ihre Haare damit blond färben. Vor dem Färben musste die Ornatrix aber noch vereinzelte graue Haare ausreißen. Neben Seife gab es verschiedenste andere Haarfärbemittel.
Beliebt waren zum Beispiel Asche oder Henna, die den Haaren einen roten Schimmer verliehen, und der antike Dichter Properz erwähnt sogar Frauen, die ihre Haare in einem auffälligen Hellblau trugen. Es war keine Seltenheit, dass Römer, sowohl Frauen als auch Männer, ihre Haare färbten, um die ersten grauen Strähnen zu verbergen. Als Clodias Haare in goldenem Blond erstrahlten, befahl sie ihrer Ornatrix, ihr Haar zu kämmen und es in einem einfachen und unauffälligen Knoten im Nacken zusammenzubinden. Sie war sehr darauf bedacht, ihr Haar sauber und ordentlich zu präsentieren und jede Extravaganz zu vermeiden, denn zu auffälliges Haar galt als Merkmal von leichten Mädchen. Ganz allgemein lief man in der Zeit der Republik Gefahr, als eitel wahrgenommen zu werden, wenn man zu viel in sein Äußeres investierte. Erst als die Frauen am kaiserlichen Hof begannen, Trends zu setzen, wurden die Frisuren extravaganter. Um die Haut ihres Gesichts weich zu machen und sich auf den weiteren Kultus, die Schönheitsroutine, vorzubereiten, wusch Clodia Pulchra ihr Gesicht mit Eselsmilch, von der man glaubte, dass sie Falten vorbeugte. Als nächstes wandten sich ihre Sklaven den kostbaren Gefäßen zu, die seltene Substanzen aus der ganzen bekannten Welt enthielten. Im alten Rom war es üblich, sich zu schminken. Ovid, der sich viel mit Themen wie Schönheit und Sexualität befasste, schrieb sogar ein didaktisches Gedicht mit dem Titel Medicamina faciae feminae, Heilmittel des weiblichen Gesichts. Weil helle Haut als schön galt und die Oberschicht sich dadurch von den gebräunten Gesichtern der arbeitenden Menschen unterschied, war die Grundlage eines guten Make-ups helle Haut. Um den Teint aufzuhellen, wurden verschiedenste Mittel verwendet, von Kalkpulver, das in Honig oder Fett aufgelöst war, bis hin zu weißem Blei, von dem man übrigens bereits wusste, dass es giftig ist. Der Wunsch nach heller Haut überwog alle Bedenken. Noch seltsamer als Blei mutet ein weiteres Mittelchen an, das von Ovid erwähnt wird, Krokodilkot. Hier ist aber nicht ganz klar, ob er damit tatsächlich den Stuhl der großen Echsen meint, oder ob Krokodilkot eine Metapher für Erde aus Äthiopien war, wie zum Beispiel die Historikerin Kelly Olson vorschlägt. Laut ihr könnte es sich auch schlicht um einen Seitenhieb handeln, der gegen Frauen gerichtet ist, die so verzweifelt schön sein wollen, dass sie sich dafür freiwillig Tierkot ins Gesicht schmieren. Auf diese helle Grundlage, wie auch immer sie erzeugt worden war, würden Clodias Sklaven dann etwas Rouge auftragen, um die Wangen rot zu färben. Denn das galt als Zeichen für Gesundheit und Schönheit. Auch um ein Rouge zu mischen, gab es verschiedene Möglichkeiten. Die gebräuchlichsten Bestandteile waren Lackmusflechten oder Mineralien wie Rötel oder Ocker, und eine billigere Alternative war der Bodensatz von rotem Wein. Um das Kunstwerk auf Clodias Gesicht zu vollenden, wurden die Wimpern und Augenbrauen mit Fuligo, einer schwarzen Substanz aus Ruß oder Lampenschwarz, nachgezogen und etwas Farbe auf die Lidschatten aufgetragen, in vielen Fällen grün oder blau. Obwohl es wahrscheinlich ist, dass auch etwas wie Lippenstift verwendet wurde, gibt es keine verlässlichen Belege dafür. Aufgrund der Zusammensetzung des Make-ups musste es mehrmals am Tag erneuert werden. Dabei musste man aber stets darauf achten, nicht zu viel aufzutragen. Denn während ein dezentes Make-up als schön galt, fragte sich die Öffentlichkeit rasch, ob man wirklich nur dem eigenen Mann gefallen wollte, wenn man es übertrieb. Das gilt auch für Parfüms und duftende Salben. Clodia hätte sich davon gerade so viel auf Haar und Körper auftragen lassen, dass es den Geruch des Make-ups überdeckte, der nicht immer angenehm war. Nachdem Clodia sich vergewissert hatte, dass alles perfekt war, gesellte sie sich zu ihrem Mann, um mit ihm seine Klienten zu grüßen.